Hochwertige, kurzweilige Spiele für die ganze Familie gibt es auf Apple Arcade und heute möchte ich Mini Motorways zeigen. Bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von iOSApps.de. Mini Motorways ist ein super sympathisches kleines Spiel auf Apple Arcade. Wie alle Spiele bei Apple Arcade sind werbefrei und haben auch keine Ingame-Währungen, die man mit echtem Geld kaufen müsste oder gar könnte. Das heißt, man kann sich ganz auf das Spiel konzentrieren, muss keine Angst haben, dass die Kinder oder man selber irgendwie genötigt wird, da etwas zu kaufen. Das heißt, hier Pay to Win ist bei Apple Arcade nicht angesagt. So, ich habe das schon ein bisschen gespielt. Hier seht ihr meine Scores. Ist nicht überragend, aber ganz gut. Ich glaube, mein bester Score hier ist in Beijing, in Peking, 2688 Punkte. Das werde ich wahrscheinlich heute nicht schaffen. Aber im Grunde genommen starte ich hier einfach mal. Ich würde sagen, was ist denn die tägliche Herausforderung? Ich sehe das Licht, beginne mit 4 Ampeln und es sind keine weiteren Ampeln verfügbar. Okay, das ist eine Besonderheit der täglichen Herausforderung. Und eine Autobahn hat man zu Anfang. Werdet ihr gleich verstehen, worum es dabei geht. Machen wir mal die tägliche Herausforderung. Wunderbar. So, es gibt hier einmal Läden und einmal Häuser. Und die kann man mit einer Straße verbinden. So in etwa. Und dann können wir das Ganze noch etwas schneller machen und uns natürlich auch den Game Sound anmachen. So, der ist auch ganz entspannend. Und jetzt seht ihr hier die kleinen Autos hin und her fahren. Und hier diese kleinen Punkte auf den Läden. Und das sind die Pakete, kann man sich vorstellen, die da abgeholt werden müssen. Und das muss irgendein Auto tun. Das heißt, es ist nicht so, wie man erst vermuten könnte. Okay, jedes Auto, jedes Haus muss Zugang zum Laden haben und da sozusagen Sachen abholen können. Das ist nicht der Fall. Man kann sich vorstellen, das ist wie ein Paketdienst. Ich mache mal kurz auf Pause. Und da müssen einfach vom Laden Sachen abgeholt werden. Wer das aber macht, ist nicht relevant. Es ist nur relevant, dass es die gleiche Farbe ist. So. Und wie ihr gesehen habt, man fängt mit nur einem Häuschen und einem Laden an. Und es wird immer mehr und langsam wird die Karte rauszoomen. Hier oben rechts auf der Uhr kann man das Ganze eben abspielen lassen oder auch gleich schneller machen. Bevor wir jetzt aber weitermachen, jetzt habe ich ja gerade pausiert, müssen wir hier die roten verbinden. Ja. Das heißt, wir tappen einmal, gehen in Bearbeitungsmodus und schauen jetzt mal, wie wir da am besten hinkommen. Können wir die gelben auch hier unten lang führen? Das wäre vielleicht noch schöner. Können wir hier auf die Mülltonne gehen und sozusagen den gelben Weg abreißen. Sollen wir mal gucken, ob wir da vorbeikommen, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wir testen das mal. Na, hier unten kommen wir noch nicht vorbei. Aber wenn die Karte weiter rausgezoomt wird, wahrscheinlich schon im nächsten Level sozusagen, dann wird das möglich sein. Das heißt, wir können das Ganze schon mal vorbereiten. Hoppala, das war nicht die Intention. Ich wollte keine Ampel. So können wir das besser machen. Okay, wunderbar. Und jetzt können wir nämlich die hier direkt verbinden. Haben wir auch keine Straßen mehr. Okay, dann machen wir mal kurzzeitig weiter, weil das erste Level müsste auch gleich schon um sein. Das heißt, es ist gar nicht so schlimm, wenn jetzt hier mal kurzzeitig keiner fahren kann. Außerdem haben wir hier eine Brücke zur Verfügung und ein paar Ampeln. Von Ampeln kann ich allerdings nur abraten. Die bringen nicht so viel in diesem Spiel. Ah, jetzt haben wir halt keine. Ach doch, wir haben weitere Straßen. Was ist denn hier los? Warum mache ich denn nichts? Ja, dann machen wir das doch mal. Dann verbinden wir die. Eigentlich reichen zu Anfang auch erstmal zwei. Und den möchte ich eben gleich hier unten verbinden, in der Hoffnung, dass das nächste Level mir schon ein bisschen mehr Platz gibt. Ist leider nicht so. Okay, dann müssen wir jetzt aktiv werden und doch nochmal hier die Straße, uppala, einziehen. So. Ja. Der erste Tipp schon mal ist genau das, was ich jetzt gerade nicht gemacht habe. Das werde ich aber gleich verbessern. Und zwar farbexklusiv zu bauen, also möglichst lange die unterschiedlichen Farben nicht zu vermischen. Und auch jetzt in diesem Fall jetzt nicht alle gelben zu vereinen, sondern am besten nur diesen einen gelben dort anzuschließen. So ist es nämlich, dass die Straßen nicht zu voll werden und nicht alle gelben im Endeffekt die Wahl haben, zu welchem Laden sie fahren. Jetzt ist der hier noch relativ dicht.
Von daher ist es nicht so schlimm. Wahrscheinlich passt es sogar besser, wenn ich die hier oben rechts verbinde und den hier unten links. Das machen wir auch so. Aber grundsätzlich auch nicht alle gleichfarbigen miteinander verbinden. Das wird, je weiter das Spiel fortgeschritten ist, sehr komplex und führt zu Verkehrschaos. So, dann gehen wir mal in Bearbeitungsmodus und nehmen hier die einfach wieder weg. Ihr seht, hier ist noch so ein graues Überbleibsel. Es liegt daran, dass ein paar Autos, die hier zu diesen Häusern gehören, jetzt gerade bei diesem Laden sind, die werden noch die alte Route fahren. Und erst dann bekomme ich die Straßen vollständig wieder, die hier verbaut wurden. Also alle Straßen immer abreißt und die nicht mehr in Benutzung sind. Also alle Autos komplett zurückgekehrt sind von den Läden, die diese ursprünglich genutzt haben oder ihre Strecke schon zum Laden über diese Straßen begonnen haben. Die kriegt man dann komplett wieder. Ne? So, alles klar. So, dann schauen wir mal. Also hier oben können wir ja schon lang. Können wir vielleicht ein bisschen schöner machen. So in etwa. So, das sieht ganz gut aus. Ne? Und dann hier unten, das können wir auch wegnehmen. Gehen hier nochmal unten rein. Und dann haben wir hier eine richtig schöne kurze Verbindung. Und damit kann der hier sehr schnell hin und her fahren und potenziell diesen Laden auch wirklich alleine eine ganze Weile abdecken. Ja, wunderbar, das sieht doch gut aus. Hier oben, den müssen wir noch connecten. Und da lohnt es sich auf jeden Fall auch relativ früh Straßen zu setzen. Vielleicht ist es so besser. So, alles klar. Den können wir auch gerade verbinden. Wunderbar. Und dann kann man natürlich noch Platzhalter, da wo man nichts haben möchte, also vor allem keine Läden, kann man einfach eine Straße hinsetzen. Also jetzt hier in der Mitte wäre ein Laden eher schlecht. Ihr seht, der ist 2x3 Kästchen immer groß. Gibt später noch eine Ausnahme, aber da baue ich hier einfach ein paar Straßen rein und dann kann da schon mal kein Laden mehr erscheinen. So, machen wir mal weiter. Und auch hier unten können wir schon wieder was abreißen. Brauchen wir ja gar nicht mehr, ne? Da kriegen wir schon mal ein paar Straßen zurück. Hier müssen wir vielleicht gleich eine Brücke bauen, aber noch ist es nicht unbedingt nötig aus meiner Sicht. Hier müssen wir jetzt aufpassen, dass hier nicht aus Versehen ein anderes Häuschen gebaut wird, dass wir da hinten nicht mehr rankommen. Aber ich denke, so ist es kein Problem. Setzen wir hier mal lieber eine Straße hin, ne? So, das sieht doch gut aus. Und vielleicht sogar auch hier noch eine Straße. Hier unten noch irgendwas. Ich setze hier auch mal eine Straße hin, um diesen Bereich zu blockieren. Ich möchte auch, dass kein Laden hier erscheint. Die erscheinen ja zufällig. Ja. Also die Häuschen sind meistens gruppiert bei einer gleichen Farbe, aber später mischen die sich auch mehr und mehr. Also ich würde sagen, es ist nicht komplett zufällig, aber semi-random. Ja. Also hier, ihr seht, die erscheinen teilweise auf einer ganz anderen Ecke der Karte, die Läden und Häuser, die dazugehören. Aber das jetzt auch, wir haben noch genug Straßen, 32, können hier außen rum bauen, brauchen die Brücke vielleicht nur hier unten. Im Moment ist das gar nicht nötig, weil wir hier so eine kurze Verbindung haben und der das gut schafft. Ja, wenn der das nicht schaffen sollte, würden die Pünktchen hier auf dem Laden immer mehr werden und sobald die 6 Punkte voll sind, gibt es einen großen und dann hat man nur noch eine gewisse Zeit, bis man verloren hat, diese Runde. Wenn man das Problem eben nicht löst und nicht es schafft, genug Autos zu dem Laden fahren zu lassen. So, naja, dann machen wir doch hier sowas in der Art. Möglichst eine schöne gerade Verbindung hier. Wunderbar. Das sieht gut aus. Weiter geht's. Oh, den können wir auch vielleicht nochmal drehen. Dafür gehe ich auch hier einfach in den Baumodus und streiche ihn nach oben. So, ihr seht schon hier, der passt hier überhaupt nicht hin. Und den kann ich da leider auch nicht mehr verbinden, deswegen nehme ich ihn erstmal weg, weil hier kann er sowieso nirgendwo hinfahren, weil eben nur gleichfarbige Häuser zu gleichfarbigen Läden fahren. Damit würde der hier nie losfahren und dann muss er auch nicht mit der Straße verbunden sein. Denn es ist auch so, hier nehme ich nochmal die Straßen, man kann nach jeder Woche, imaginären Woche im Spiel, sich eben ja, Nachschub aussuchen, hat da immer die Möglichkeit zwischen zwei Sachen auszuwählen. Und ja, wir haben zwar nur eine Brücke und eine Brücke kann nicht schaden, aber viele Straßen ist auch sehr, sehr gut. Dann kann man eben auch mal längere Umwege bauen. Und ja, und eine Autobahn haben wir sogar, das kommt später, wenn die Stadt noch etwas größer gewachsen ist, kommt das zum Einsatz. Ampeln würde ich jederzeit von abraten, die bringen aus meiner Sicht nichts. Und hier haben wir jetzt auch schon den Fall, hier brauchen wir jetzt nämlich die eine Brücke, die wir haben. Ja, dann bauen wir die doch mal direkt. Eine schöne direkte Verbindung.
Da oben. Vielleicht sollten wir hier auch schon mal einen Weg runterbauen. Einfach nur, damit wir ihn haben. Ne? Machen wir mal so. Ist relativ weit. Vielleicht ist es noch nicht nötig. Aber ich werde es schon mal bauen. Können wir jederzeit wieder abreißen. Ne? Im Moment ist auch alles sehr entspannt. Dass wir überhaupt Ampeln haben, liegt daran, dass wir diese Daily Challenge haben, die jetzt heute eben Ampeln inkludiert. Die müssen wir aber nicht unbedingt nutzen, wenn wir nicht wollen. So, hier oben wollen wir auch nichts haben. Da setze ich auch mal so eine kleine Straße hin. Und auch hier wollen wir nichts haben. Zumindest keinen neuen Laden. Ja. Und hier seht ihr schon, ist ein spezieller Laden. Das ist so ein Doppelter, den gibt es ab und zu entstanden. Jetzt müssen wir schauen, wie kommen wir hier überhaupt hin. Die roten, den gelben, können wir den außen rum führen? Eher nicht. Jetzt könnte man sich natürlich überlegen, die roten da zu verbinden und den roten hier unten lang zu führen. Ich denke, das mache ich auch. Ne? So, der covert da oben schon. Dann haben wir hier die Brücke auch nicht mehr. Gefällt mir sogar ganz gut. Und so können wir jetzt gleich die hier farbexklusiv nach unten führen. Hoffe ich zumindest. Lass mal sehen. Ja, auch nicht ganz einfach, ne? Hier oben vorbeizukommen. Aber das geht vielleicht noch. Hier außen passt das, glaube ich, gerade noch, wenn wir den gelben da lang bauen. Hier die Verbindung cutten. Nein, so nicht. So, zack. Und den dann hier vorbeiführen. Hervorragend. Super. Ja, und die beiden müssten da auch nicht unbedingt sein. Könnte ich jetzt natürlich noch hier verbinden. So eine Art. Der soll ruhig nach da schauen. Oder so. Und dann verbinde ich die hier. Das ist doch gar nicht so schlecht. Wunderbar. Immer genug. Das hier muss nicht unbedingt. Tuckballer. So. Nochmal Straßen und eine Autobahn. Autobahn kann ich immer empfehlen. Wenn man eine Autobahn angeboten bekommt und nicht gerade besonders irgendwas anderes braucht, würde ich die Autobahn immer nehmen. Weil die Autobahn später sehr hilfreich ist. Die kann nämlich über alles hinweg gebaut werden. So, wir machen mal hier wieder doppelte Geschwindigkeit. Und reißen hier mal die Brücke ab, damit wir sie schon mal wieder kriegen. Das sieht alles sehr gut aus. Der Rot hier wird das wahrscheinlich alleine nicht schaffen. Ihr seht schon, da sammeln sich die Punkte. Der ist einfach ein bisschen zu weit weg. Notfalls ziehen wir doch hier wieder die Brücke rüber. Ne? Ich denke, das müssen wir machen. Die drei hier oben passt doch ganz gut so. Ich wollte es nämlich erst hier durchführen. Naja, jetzt müssen wir handeln hier. Sonst seht ihr hier, da gibt es direkt ein Problem, aber es ist direkt wieder gelöst, weil wir hier nachgebessert haben. So, jetzt gibt es eine vierte Farbe. Mal kurz pausieren hier. Ja, das ist natürlich in der Ecke, hier hätte ich eine Straße hinsetzen sollen als Wegblockade, dass da nichts entsteht, weil es natürlich echt blöd weit weg ist. Aber ich denke, entweder wir bauen hier einmal außen rum, es wird schon sehr schwer. Und auch hier dieser Beginn, das möchte man aber so eigentlich nicht haben. Ich denke, da werden wir jetzt eine Autobahn nutzen. Verbinden die beiden einfach mal hier und setzen die Autobahn in die Mitte. Hoppala, so nicht. Die müssen wir einmal wieder wegnehmen, hinziehen. Und jetzt hat man den Startpunkt sozusagen und kann den hier rüberziehen. Exklusive Verbindung hier rüber. Man braucht sogar auch keine Brücke. Also Autobahnen können auch über Wasser, gar kein Problem in dem Spiel, ohne dass es als Brücke zählt. Ja, die mal ein bisschen direkter noch verbinden hier. So. Wunderbar. Die weißen Straßen und Autobahnen nehmen wir. Hier seht ihr, das ist jetzt so ein Runderladen, der
hat öfter Pakete, die abgeholt werden müssen. Das heißt, da ist größerer Bedarf und der eine wird das dann wahrscheinlich langfristig nicht schaffen. Müssen wir wahrscheinlich doch hier die Brücke nochmal bauen. Oder wir sagen, wir nutzen also einfach diese Brücke und verbinden jetzt hier ausnahmsweise mal. Ich denke, das ist in dem Fall gut, weil es nur zwei Farben sind und hier ist nur eine Hütte, die da überhaupt Bedarf hat. Den verbinden wir am besten direkt und der wird dann hier ein bisschen. Wir können auch sagen, dass wir hier die roten, die in die Richtung fahren, hier außen rumführen und so den gelben da exklusiv haben und die sich dann nicht in die Quere kommen. Das gefällt mir sogar noch etwas besser. Wunderbar. Hier die gelben, ja, die können da erstmal chillen. Hier darf auf jeden Fall nichts weiter entstehen. Das wäre viel zu viel. Und sonst sieht es jetzt ganz gut aus erstmal. Ja, wo wollen wir noch nichts haben? Hier vielleicht. Können wir auch so eine Straße platzieren. Hier oben eigentlich auch nicht. Und hier wäre jetzt auch nicht ganz ideal. Ich meine, da ist gelb. Im gelben können wir sogar hier mal connecten. Grün. Wunderbar. Das passt sogar sehr gut. Hier ist noch ein roter, sehe ich gerade. Den müssen wir natürlich auch noch connecten. Und hier sind zwei rote oben entstanden. Das gefällt mir nicht so gut. Kriege ich die da raus oder verbinde ich die hier? Der ist noch nicht upgraded. Wir werden sehen. Ich denke, ich kann den ja hier noch außen rum führen. Noch ist das alles möglich. So. Jetzt können wir die roten hier zusammenführen. So, das geht. Das ist natürlich die Frage hier bezüglich der roten. Eigentlich möchte ich den dann nicht anschließen, wenn es geht. Müssen wir mal sehen. Den hier können wir auf jeden Fall machen, wenn wir noch eine Brücke haben. Da machen wir erstmal weiter. Wunderbar, da haben wir die Brücke. Jetzt nehme ich die Brücke statt der Autobahn, weil wir sie konkret brauchen. Zack, wunderbar. Kann er direkt mit hier ran. Da ist noch ein grüner, der ist mir fast ein bisschen weit weg. Gelb, brauchen wir den überhaupt? Die brauchen wir hier eigentlich nicht. Ja, wahrscheinlich eher in die Richtung. Die roten müssen wir halt noch gleich connecten. Gegebenenfalls eine Autobahn von da oben. Weil hier unten möchte ich den nicht anschließen. Die zwei kriegen sonst Probleme mit diesem Laden. Ne? Weil die das auch nicht mehr schaffen. Und ich möchte, dass der Dichte immer zu dem hier fährt. Ne? Gut. Ja, dann. Ich meine, wir können den da oben hierher fahren lassen. Den theoretisch dahin. Ja, ist wahrscheinlich jetzt die beste Lösung. Ich hoffe, dass hier nochmal was kommt. Zack. Das ist jetzt nicht schön, aber selten. Nehmen wir das mal hier weg. So. Wunderbar. Und dann verbinden wir vielleicht den roten hier. Ne? So. Zack. Weil die schaffen das hier zu dritt, zu viert. Easy. Gut. Hier müssen wir auch blockieren auf jeden Fall. Und hier auch. Und geht. Ja, der kriegt jetzt hier schon ein Problem. Das haben wir ja erwartet, ne, dass der zu weit weg ist. Ja, das ist die Frage. Machen wir jetzt eine Autobahn? Von den beiden da oben hier runter? Vielleicht. Der kann halt, der ist, ja, macht schon Sinn, ne? Macht schon Sinn. Na komm, dann von hier oben
einmal direkt zum roten Laden und reißen diese Strecke wieder ab. Machen es eigentlich so wie vorher, dass der hierhin fährt. Das war doch die bessere Alternative, denke ich. Und dann können wir sagen, okay, hier einmal raus. Das ist ganz wichtig, dass eben nicht er hier oder die, die etwas weiter weg sind, die auf jeden Fall zu dem dichten Laden fahren sollen, entscheiden, hier hinzufahren, weil das würden die sonst machen. Das entscheiden die sonst random, wenn sie Zugang dazu haben. Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall da wegnehmen, dass die beiden immer zu dem dichten Laden fahren. Das ist ja deutlich effizienter. So, okay, da oben ist jetzt noch einer entstanden. Okay, passt soweit. Hier, ihn möchte ich eigentlich gerne wieder hier connecten, weil das jetzt ein großer Laden hier ist. Die zwei schaffen das sonst nicht alleine da. So. Ja, das sieht doch ganz in Ordnung aus. Hier ist ein roter, okay. Der passt hier ja eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben aber keine Brücke. Die können wir auch nicht wirklich wegnehmen. Das ist der hier. Naja, dann warten wir ein bisschen. Kein Problem. Und kommt jetzt noch ein roter hin. Okay. Hier seht ihr, wie viele Pakete erfolgreich abgeholt wurden. Und das ist dann auch der Endscore, den man hat. Also wie gesagt, mein bester 2000, was war das? 2400 oder so. Jo, rot ist da noch entstanden, sonst ist eigentlich nicht großartig was passiert. Ihr seht schon, ich verbinde auch nicht alle. Also die gelben hier, die sind mir einfach zu weit weg. Das bedeutet, wenn da einer ein Paket abholt, dann fährt er ja sehr lang. Da ist es besser, wenn einer, der dicht dran wohnt, öfter fährt. Das ist auch möglich. Deutlich effizienter. Das heißt, die, die ganz weit weg sind, muss man nicht unbedingt verbinden. Aber ich würde immer empfehlen, die zumindest so auszurichten, dass sie irgendwie sinnvoll sind. Ja, also wenn ich es brauche, brauche ich es wahrscheinlich hier unten. Ich könnte jetzt auch so machen oder auch gehen. So blockiert es noch ein bisschen mehr Platz. Gefällt mir da eigentlich ganz gut, weil ich da nicht so viel andere Sachen haben möchte. Gut, ja, das mit dem Roten hier. Können wir die Autobahn da vielleicht gleich wieder wegnehmen und verbinden das hier. Nehmen wir die Autobahn schon mal wieder weg. Haben noch keine Brücke, das ist das Problem, alles klar. Dann hoffen wir mal, dass wir uns gleich eine Brücke holen können. Oder Moment, hier, da ist eine Brücke. Ah, ich überlege gerade, ne? Wir nehmen die Autobahn trotzdem, wir haben zwar noch eine, aber hier die drei, die können ja wunderbar hier. Ne? Das heißt, brauchen wir hier einfach, also erstmal die Autobahn. Autobahn wegnehmen hier. Na, mag er nicht. So, ist glaube ich weg. Schauen wir gleich mal. So, zack. So, so passt das. Zack. So, Autobahn. Ich bin mir nicht, ups. Nicht ganz sicher, aber ich denke, eigentlich müsste die gleich abgerissen werden. Und die hier teilen sich gut auf. Wir haben viele rote. Moment, ne? Die können wir hier wieder oben verbinden gleich. Ah ne, die ist noch, doch noch nicht. Kann man die... Die lässt er mich hier gerade nicht löschen. Jetzt. Wunderbar. So sieht das nämlich aus, wenn man sie gelöscht hat. Dann ist das Autobahnsymbol nicht mehr da. Und sie wird nur noch genutzt für die, die jetzt noch auf dem Weg waren. So, dann verbinden wir das hier wieder oben. Zack. Dann haben wir hier direkt noch ein bisschen mehr Support. Das hier ist ja alles auch völlig unnötig inzwischen. Da wird halt noch irgendwann was kommen. Das finde ich nicht so gut gerade, aber wir werden sehen. So. Das ist der rote. Hier ist noch ein roter dazugekommen. Da ist ein hellblauer da oben. Ja, da führen wir die beiden hin hier.
Das ist kein Problem. Wir gehen nochmal quer durch. Du sollst da bleiben. Zack. Und ich denke, wir setzen hier eine zweite Straße hin. Die könnten wir später brauchen. So, wunderbar. Das sieht gut aus. Weiter geht's. Mal sehen, was hier noch für eine zweite Farbe unten reinkommt. Da oben ist noch einer. Der kann auch direkt verbunden werden hier. Die sind da. Das können wir wegnehmen. Den wollte ich nicht wegnehmen, natürlich. So. Da ist ein grüner. Okay, ein grüner ist dort etwas schlecht. Aber hier entstehen grüner. Das heißt, wir werden hier eine Autobahn langführen lassen. Hoppala. Mal kurz pausieren und dann hier eine Straße hinsetzen, dass da nichts mehr hinkommt nach Möglichkeit. Ja, also wir sehen schon, hier grün und schwarz sind direkt nebeneinander. Die würde ich jetzt in dem Fall sogar mal wieder verbinden. Muss aber sehr vorsichtig eben mit diesem Verbinden sein, dass es da nicht zu voll wird. Das soll ich einfach so machen. Zack. Wunderbar. Ne? Passt so, denke ich. Und dann kann man sagen, okay. So, alles klar. Passt für die eine Autobahn. Hier oben ist noch einer hinzugekommen. Hier auch. Da auch. So, hier müssen wir mal was durchbauen. Dass wir den Platz da erhalten. Hier ist jetzt ein gelber schon wieder. Oh, da unten ist auch ein doppelter gelber. Und keine Brücke mehr. Weil die da verwendet wird, ne? Muss die da verwendet werden eigentlich? Naja, der eine ist halt schon schön da, ne? Naja, doch. Muss eigentlich wegen den gelben. Okay. Hier haben wir noch einen anderen gelben. So. Ja, die drei gelben sind natürlich jetzt schwierig, besonders weil ich hier nicht drum herum komme. Aber muss ich vielleicht gar nicht, oder? Nicht die roten. Tja, also das mit dem Gelben hier gefällt mir nicht. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir noch eine Brücke kriegen, ne? Anders geht's ja jetzt hier gar nicht. Eigentlich. Oha. Okay, Straßen. Autobahn noch. Okay. Ja, wir können eine kurze Autobahn machen. Das geht schon. Könnte man auch. Die roten, da braucht man eigentlich nicht. Interessant, ne? Und die roten hier einmal außen rumführen. Noch geht es. Würde ich vielleicht mal machen. Solange das hier noch nicht zugebaut ist. Denn es wird noch etwas komplexer mit der Zeit. So, dann ist der gelbe aber praktisch. Also den können wir hier verbinden höchstens. So. Da lang fährt er sowieso nicht. Und diese Ecke nämlich auch nicht. Ab diese Ecke mal raus. Ja, das mit dem Löschen, der löscht meistens zu viel, aber ist ja nicht schlimm. Kann man wieder hinstellen. So, und wie wollten wir jetzt? Wir wollen jetzt hier mal durch, ne? Genau so. Zack. Nehmen wir die hier mal kurz weg. Führen ihn hier ein bisschen rum. Und die führen wir hier rum. Wunderbar. Der soll gerade da hinschauen, der nach da. So. Der nach da. Der so. Und dann haben wir nämlich die gelben hier ein bisschen zusammen. Gefällt mir ganz gut. Können wir die da gleich mal rüberführen. Du willst nicht dahin? Nee. Nach unten? Will er nicht. Okay, ist klar. Dann ja, verbinden wir das doch mal hier und dann gleich mit einer kleinen Brücke hier runter, denke ich. Und die roten, ja, werden wir mal sehen. Wir machen erstmal so. So.
Rot-Gelb, ne? Ja. Warten wir mal auf die Brücke. Autobahn müssen wir dafür jetzt noch nicht verwenden. Ja. Mal sehen, hoffen wir mal, dass ich noch warten kann. Weil der hier nämlich gleich voll ist. Und dann müssen wir zusehen. Dann machen wir erstmal. Machen wir die Autobahn mal schnell. Die kleinste Autobahn der Welt. So. Und den setzen wir hier mit dran. Und dann gucken wir mal, ob wir die hier gleich verwenden, die roten. Ne? Okay, hier ist noch ein gelber dazugekommen. Können wir auch verbinden. Hier ist ein roter völlig falsch verbunden. Sieht gut aus soweit, ne? Hier kommen noch einige rote hinzu. In Ordnung. Hier einige blaue. Aber soweit sieht das alles noch sehr gut aus. Die können wir mal so hinsetzen, dass man sie hier potenziell verbinden könnte. Aber ich denke, es ist jetzt noch nicht nötig, sie zu verbinden, weil die das hier noch gut schaffen. Die grüne. Okay, gut. Noch ein grüner Straßen und Autobahn. Jo. Jo, hier sind noch ein paar grüne. Gut, dass wir die hier sowieso verbunden haben. Können wir hier auch außen rum gehen, können die schon mal verbinden. Ja, und jetzt können wir hier doch auch schon mal die da anschließen. Die machen das da noch ganz gut. Die Autobahn wird auf jeden Fall genutzt. So, hier ist ein grüner. Interessant. Ja, das ist aber nicht viel besser, denke ich. Hier kommen wir zumal nicht mehr durch. Wir müssen halt aufpassen, dass hier nichts davor gebaut wird. Hier am besten. Platzhalter spielen hier. So. Oh, sieht gut aus. Nächster Tag, bitte. Unten kommt noch einer hinzu, alles klar. Kein Problem. Auch gerne so Adern mal reinbauen, damit man hier eben noch durchkommt, weil hier ist es ja auch schon ziemlich eng. Also möglichst viele Straßen als Platzhalter verwenden, wenn man sie denn hat. Noch drei Straßen, 20. Jetzt können wir überlegen, ob wir die Brücke kaufen. Ich denke, wir nehmen eher die Straßen. Ne? Straßen können wir nicht zu viel haben. Ne? So, es sieht dann zwar ein bisschen wild aus mit diesen ganzen Platzhaltern, die ich hier rein bastel. Aber ist eine bessere Strategie aus meiner Sicht. So, gut, den verbinden wir mal hier unten. Nicht an die Hauptstraße, damit die da nicht unbedingt so sehr langsam fahren. Weil ihr seht, der rote hat hier schon wieder gebremst. Also vor jeder Einfahrt fahren sie auch ein bisschen langsamer. So, zack. Da, der rote wird knapp. Okay, machen wir ein bisschen langsamer. Na, pausieren sogar mal. Also rot haben wir eben hier unten sehr viel Potenzial, was noch gar nicht genutzt wird. Aber da oben ja auch nicht ankommt, muss man ja mal sagen. Gut. Das heißt, ihn hier, er macht noch gar nichts. Das können wir ändern. So, auch das hier können wir noch ein bisschen direkter machen. So, möglichst kurz die Verbindung, dass er schnell da ist. Und sogar hier geht das wahrscheinlich auch. Ja, das gefällt mir besser. Ja, reicht da einer mehr schon? Den würde ich gerne eigentlich dort lassen. Der ist einfach so dicht. Das ist wunderbar. Viel mehr haben wir hier oben halt einfach nicht. Ne? Bisschen können wir noch schauen. Wir müssen hier allerdings schnell reagieren im Zweifel. Sieht aus, als würde es gerade noch passen. Sehr gut. Aber sehr viele rote entstehen hier, die alle noch nichts machen. Wir werden sehen.
das hier wird langfristig ein Problem bleiben, denke ich. Oder nicht. Wenn hier natürlich einer hinkommt, ist das ja wunderbar. Dann nicht. Zack. Machen wir den auch, dass er direkt in die richtige Richtung fährt. So. Hier gibt es jetzt ein Problem. Schwarz. Ah, hier sind einige einfach noch nicht verbunden. Das ist das Problem, ne? Denke ich. Ah, und hier haben wir unten direkt einen schwarzen. Das ist ja auch schön. Mensch, also ist eine Runde, die läuft bisher ganz gut. Besser geht es ja gar nicht hier, der Schwarze. Davon gern mehr. So, hier sind gelbe oben entstanden. Der hier ist vergrößert. Stört uns das? Nö. Das passt so. Zack. Mal quer durchbauen. Ja, hier ist noch ein grüner. Den können wir jetzt leider nicht verwenden bisher. Oben mal schauen, dass wir die so ein bisschen verbinden. Auch eine schöne Sache ist, dass man die ganzen Apple Arcade Spiele jetzt auf dem M1 Max auch spielen kann. Und auf dem Mac ist das nicht ganz so fummelig wie auf dem iPhone, aber dafür kann man es natürlich auch nicht überall spielen. Vor- und Nachteile. Aber wer da möglichst seinen Highscore knacken möchte, der macht das wahrscheinlich besser am Mac, wenn er einen M1 Mac zur Verfügung hat. So. Jo. Hier noch einen roten. Interessant. Also den verbinden wir, denke ich, auf jeden Fall. Da ist der gelbe. Kannst du überlegen, die Brücke mal umzusetzen hier, aber eigentlich nicht unbedingt nötig, ne? Okay. Der schwarze ist noch ein Riesenproblem hier, scheinbar. Tja, aber mehr schwarze als da haben wir ja nicht. Und wir haben hier alle verbunden. Und den auch. Also besser können wir es nicht machen zurzeit, denke ich. Also wird das sich schon fixen. 20, jetzt die Frage, Brücke, Autobahn. Wir haben noch sehr viele Autobahnen. Das ist aber für später gar nicht so schlecht. Und Brücken sehe ich gerade nicht, wo wir sie unbedingt brauchen würden. Von daher die Autobahn. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, wo hier immer was Neues entsteht. Ja, hier, der macht da keinen Sinn. Kann da erstmal raus. Das ist ein grüner. Der blaue kriegt Probleme hier oben. Können wir mal wegnehmen. Ja, der blaue. Ah, hier sind zwei blaue, ne? Und die ganzen blauen fahren da hoch. Die machen hier eigentlich gar nichts. Ja. Ist natürlich hier auch schon schwierig. Ne? So, also gelb, rot. Man könnte überlegen, ne? Nicht wirklich eigentlich. Ne? Nee. Das muss so. Hier haben wir eben noch ziemlich viele rote, die wir mal irgendwann verwenden können. Aber blau ist nach wie vor ein kleines Problem. Wir werden mal noch ein bisschen abwarten. Mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Noch schaffen die das da scheinbar. Ist aber knapp. Ist knapp hier. So, der rote ist auch ein Problem. Gleich wieder. Ja, die beiden. Eine kurze Pause. So. Hier schon wieder abgebaut. Ja, die beiden werden problematisch bleiben. Die müssen wir ein bisschen aufstocken. Hier sind ja nur, na doch, hier sind eigentlich genug dran. Ne? Wir fahren echt viel hin und her. Müsste eigentlich passen. So. Der hier, der wird Problem bleiben. Ne? Tja. Puh, kann eine Autobahn da hochziehen? Bringt das was? Ist die Frage. Ne? So. Oder ich führe. Ja, hier können wir noch eine Straße bauen. Das geht. Nicht schön, aber selten.
Zack. Ups. Der soll da bleiben. Ja, das löst das Problem schon mal, denke ich. Notfalls können wir, ich meine, das wird hier nur noch voller werden, aber wir können den hier noch, wenn es gar nicht anders geht. Eigentlich ist der hier wunderschön, aber das hier ist noch ein kleiner Laden, das ein großer und der hat Probleme. Dann lassen wir ihn da mal mitfahren. So, grün kriegt hier Probleme aus irgendeinem Grund. Wir beobachten mal. Okay, das ist gut. Hier, das Rote, ne, habe ich zu spät aufgepasst. Wobei, das hier ist diese Mini-Autobahn. Wir könnten die Roten halt auch hier verbinden, ne? Oder einfach die Roten mit einer kleinen Autobahn. Oh, 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 das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann haben wir nämlich ihn, können wir noch zur Verfügung stellen. Ja, aber wird er gebraucht? Langfristig, ja. Ah, noch passt es. Wir wollen das hier fixen auf jeden Fall, so schnell wie möglich. Der muss auf jeden Fall hier ran. Ja, die beiden werden da oben leicht problematisch, die beiden roten. Die würde ich gerne damit ransetzen. Naja, noch, doch, das geht sogar noch. Dazu eben, wenn wir hier den gelben dicht dran vorbeiführen, den hier dran vorbeiführen. Das ist aber schon verdammt weit. Ne? Ist jetzt nicht die schönste Strecke. Geht das irgendwie anders? Gelb muss da hin. Also ich will die auf jeden Fall getrennt lassen, wenn es irgendwie geht hier. Also dass die Roten hier nicht mit reinfuchsen. So. Okay. Das können wir mal hier ein bisschen verändern. So. Okay, du kannst noch so. Jo, das sieht doch ganz gut aus. Jetzt haben wir nämlich hier die Verbindung noch wieder wegnehmen. Können wir die, upsa, die Roten mit einbinden in das Netz. Ja, und da hoffen wir mal, dass es nicht zu weit weg ist. Ne? Also könnte das jetzt auch verschlechtern noch hier die Situation. Wir werden mal sehen, wie es ist. Ne? Ja, es sieht knapp aus. Die Roten kriegen Probleme. Ja, dann hier kleine Autobahn. Ne? Das liegt halt daran, dass die ganzen Roten hier chillen. Na, da kann ich keine Autobahn bauen. Warum nicht? Natürlich. Nehmen wir sie mal nochmal wieder weg. So, und die Roten, tja, das hier ist wirklich ein Problem jetzt, ne? Die habe ich dadurch entlastet. Ich könnte die beiden daran nehmen und dies noch darüber führen, ne? Die Frage, ob das das besser macht, ne? Ich meine, ist wahrscheinlich langfristig eine gute Lösung. Einfach weil ich diese beiden hier noch mit dran binden kann. Hier den Platz habe. Ups, das muss auf jeden Fall bleiben. Aber jetzt eben hier die Autobahn. Ja, eben noch hier
Plätze, ne? Nicht genug Straßen, naja, Moment. So. Mit den da oben fast wieder weg, denke ich. Der ist aber zu weit. Er muss auf jeden Fall so. Der hier ist einfach zu weit weg. Der macht die Situation hier unten nicht besser. Der braucht zu lang. So. Schwarz wird hier auch langsam eng. Da ist noch ein hellblauer. Okay. Ja, aber schwarze habe ich alle wirklich verbunden. Die sind alle super connected, ne? Kann man hier nicht viel machen. Ich hoffe, dass das hier passt. Nur halt mit den Grünen hier. Könnte man höchstens, nehmen wir mal die Brücke jetzt. Könnte man hier die Brücke austauschen, die Autobahn meine ich. Glaube ich zumindest. Zack. Zack. So, okay, hier ist noch was Grünes. Das ist doch auch großartig. Können wir direkt verbinden. So. Jo, das haben wir. Hier die roten. Das wird hier schon eng, ne? Dann sagen wir mal, du kannst wieder rüberfahren. Den vielleicht auch, ne? Ich den auch hier mitfahren lasse weiter. Sag okay, ihr nicht. Dann machen die ja da mehr, ne? Automatisch. Das ist ein Grüner, der da eigentlich gar nichts zu suchen hat. Aber ja, Grün ist hier auch ein kleines Problem geworden. Können wir die noch weiter ausbauen hier? Grün und Schwarz ist hier schon sehr konzentriert, das ist das Problem. Aber die haben eigentlich einen super kurzen Weg, eigentlich klasse. Wir könnten zwei verschiedene Autobahnen machen, aber ich glaube, es hilft nicht wirklich viel. Vielleicht gehen wir hier mal jetzt sogar drauf, mal gucken. Eigentlich ist hier auch jetzt genug Kapazität vorhanden, würde ich sagen, was Rot angeht. Hier sieht es auch nicht so gut aus. 1,3 sind wir eigentlich erst. Ja, machen wir mal weiter, ne? Können wir irgendwo was fixen? Hier die Grünen. Der müsste gefixt sein. Der. Ja, guck mal, was hier alles los ist. Also. Besser geht's doch hier gar nicht. Rot. Weitermachen. Das wird hier sehr, sehr eng. Das ist auch noch ein roter. Aber die müssen das eigentlich auch hinkriegen. Das sind definitiv genug für so einen kleinen Laden. Hier wird es ein bisschen knapp. Aber deswegen habe ich die beiden ja mit rangeholt. Und hier mache ich auch jetzt echt Verstärkung. Ne? Müsste eigentlich passen. Hier ist halt das Problem, dass die sich schwarz und grüne Autobahn teilen. Ne? Ja, schauen wir mal, was geht, ne? Oh ja, der wird uns, glaube ich, killen hier, ja, aber können wir nichts mehr machen. Besser geht es hier, glaube ich, nicht. Hoppa. Können wir noch was machen? Noch sind wir nicht raus, es ist aber hier super knapp, eigentlich ist die Zeit hier abgelaufen. Hier wird auch schon schwer, ich weiß nicht, wo ich die Roten noch hernehmen soll, ne? Jetzt eigentlich sieht das gut aus. Hier, das müssen die schaffen. Hier könnte ich zwei verschiedene Autobahnen bauen. Wir haben noch genug. Für die Autobahn braucht man natürlich Road. Haben wir sonst nichts. Aber ich denke, wir sind eh durch den raus. Ja, so sieht's aus, wenn man raus ist. 1495 Punkte bekommen. Ja.
Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was euer Highscore ist. Ich finde, das Spiel ist total entspannt für nebenbei. Und ein paar Tipps habe ich ja auf dem Weg auch gegeben. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Bis dann.